herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play wieder mal. Nach langer Zeit nehme ich mal wieder Burnout Paradise auf. Und ich habe mir erstmal so gedacht, weil ich jetzt länger schon nichts mehr aufgenommen habe von Burnout Paradise, weil der Controller schon ziemlich verstaubt worden ist. Was ich ziemlich schade finde, weil mir das Spiel doch eigentlich sehr gefällt. Nur nicht in der letzten Zeit nicht einfach so viel Zeit gefunden habe, Burnout zu zocken. So, bye bye. Nummer 1. Ja. Habe ich halt Burnout nach hinten verschoben. Ich habe mittlerweile einen Upload-Plan erstellt. Ist in der Kanal-Info. Und, du wolltest mich abdrängen? Spacki. Ja, mittlerweile, wenn es noch nicht alle mitbekommen haben, ich mache Vlogs. Und heute habe ich am 24.05. Habe ich Nummer 2 aufgenommen. Über mein selbstgebautes Longboard. Und, ja, der erste ist wahrscheinlich eigentlich ziemlich gut angekommen. Was ich so gesehen habe. Und dann habe ich einfach mal einen zweiten gemacht. Und ich bin echt gespannt, wie der bei euch ankommen wird. Und mir macht es auf jeden Fall richtig Spaß. Und mal gucken. Ich hatte mir letztens so gedacht, Burnout ist ein geiles Spiel, aber ich weiß nicht, wie viele Folgen ich brauchen werde, um dieses Spiel noch bis zum Ende zu zeigen. Und sonst habe ich mir gedacht, mache ich einfach bis 50%, ohne jetzt nachzugucken, wie viel Prozent des Spiels ich schon durch habe. Weil wenn ich jetzt, sage ich schon, keine Ahnung, 40% habe, dann spiele ich es natürlich durch. Ja, das ist keine Frage. Alter, 6. Burnout, nicer Dicer. Und da sind wir im Ziel. Locker easy Erster geworden. Locker easy. Noch 3 Siege bis zum Sieg. Und das nächste Rennen ist da. Ich mache erstmal die ganzen Rennen, arbeite ich ab, weil die geilen Wagen für die Stunts-Missionen und so, die kriege ich erst später. Und deswegen finde ich, würde es sich einfach nicht lohnen, die schon anzufangen. Weil das richtig viel Mühe kostet, die Scheiße da hinzukriegen. So. Anhalten, Rennen starten. Ab geht's. Was ist das denn für ein Kack? Richtig Umweg. Das war ein Takedown bei dem. Lächerlich. Ich will den nice haben. Also den Wagen will ich hier fahren, nicht meinen. Ich meine, meinen habe ich in der letzten Folge gespielt. Das ist schon so lange her, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Und abbiegen oder geradeaus? Abbiegen geradeaus. Computer sagt nichts als geradeaus. Dann fahre ich geradeaus. So. Stimmt, scheiße, ich wollte ja nachgucken, wie viel Prozent ich schon habe von Burnout. Ach egal, mach ich wirklich danach. Also diesmal wirklich jetzt. Also mit der Kiste kann man einfach durchbrettern. Also ich weiß nicht, das ist einfach irgendwie die geilste Kiste für den Start. Kann das sein? Einfach nur im Gegenverkehr bleiben und Burnout für Burnout absahen oder was? Also ich meine, ich find's klasse. Und Nummer 6. Nummer 7. Lol, hier sind wir. Krass.
Ah, kein Turbo mehr, schade. Turbo! Und im Ziel. Auch locker flockig Erster geworden. Ich würde sagen, den Führerschein, den schaffe ich heute noch. Oder in dieser Folge. Oh, scheiße, zwei Siege noch. Hm, wird knapp, wird knapp, wird knapp. Sieh dich um nach dem Hunter Manhattan. Zieh ihn aus dem Verkehr, um ihn zu deiner Flotte hinzuzufügen. Hunter Manhattan. Bevor ich das mache, gucke ich aber noch, wie viel Prozent... Alter, 19% Fortschritt, das ist ja... ja, das ist halt so ein feuchter Furz auf einer, ausgetrockneten Blumenwiese. Das ist 19% bei dem Spiel. Ja, dann mal gucken, wie lange ich Bock habe. Und, Burnout kommt jetzt auch nicht so oft vor, meine ich, in meinem Upload-Plan. Wie jetzt andere Spiele. So wie World of Tanks oder, nein, nicht World of Tanks, ich habe ja World of Wargaming, die Serie heißt ja so. Und da kann man halt einfach viel mehr Content hochladen, deswegen habe ich das einfach öfter im Upload-Plan. Oder habe ich das überhaupt? Ich glaube, ich habe alles gleich. So, von allem ein bisschen. Und, so, ich hätte Bock auf den Hunter Manhattan. Nur die Kackschwuchtel müsste sich mal zeigen. Ja, aus Manhattan. Ach, das kann doch nicht sein. Ach komm! Weißt du, der Pillow aufprallen, total Schaden. Mal gucken, was wir hier rausbekommen. Und eine perfekte Landung hingekriegt. Ach, du Kacke. Wo ist denn die faule Sau? Die Kiste sollte sich mal zeigen. Da ist er! Da ist er! Da ist er! Komm zu Papa, mein Junge! Der Hunter Manhattan wurde zu deinem Schrott. Oh, der wurde aber richtig weggecrashed, oder? So, Schrottplatze direkt hier in der Nähe. Ich habe mehr PS, du Kaka. Du Kakare, Auto. Und drifte, drifte. Und schnell zum Schrotte, Schrotte, Platze, Platze. Nachgucke, wie die Kiste aussieht. Also ich weiß, wie die aussieht, aber ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Hunter Manhattan. Fettes Teil. Fettes Teil. Oh! Oha! Dreh Tempo, gleich viel Boost und doppelt so stabil wie die Karre. Nehme ich auf jeden Fall. Erstmal in die nächste Werkstatt damit. Und ich meine, aua. Richtige Driftkarre. Ich meine mich daran zu erinnern, dass hier in der Nähe eine ist. Wagen repariert. Und dann stelle ich mich mal hier so geil hin. Guck mir die Kiste an und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Folge. Euer Löwe. Ciao.